Also der erste Stuhlgang gestern, der war eine Sensation. Wir haben uns gefreut wie ein Schneekönig. Weil die können auch mal gern an so einer Verstopfung eingehen. Ne? Es bekommt alle 2 Stunden Kängurumilch und wird hinterher dann für Stuhlgang und Urin animiert, also wie Sie es gesehen haben. Und dann wird es eingecremt mit Eutra, und zwar ist im Beutel von der Mutter immer feucht. Hat eine ganz hohe Luftfeuchtigkeit, 55%. Und deswegen, bei uns ist es ja eben nicht so, und deswegen muss sie eingefettet werden, sonst wird es so eine Art Pergamenthaut. Und die Pergamenthaut, wenn es da mal umfällt, so wie jetzt vorne oder so, dann würde die reißen, also aufplatzen. Und die haben noch fast gar kein Immunsystem und sollen deswegen auch nicht von anderen angefasst werden, nur gucken. Ich tue mir immer vorher nochmal die, bevor ich es richte, die Hände waschen und mit Sterilium machen. Aber klar, Keime sind überall, ganz klar. Und wir hoffen, dass wir es einfach ohne irgendwelche Krankheiten oder Infektionen durchbringen. Also ich bin guten Mutes. Am Anfang hat es fast gar nicht getrunken. Und dann habe ich gedacht, wo sind der erste Nacht so viel Gewicht verloren? Da wäre ich gedacht, oh Jesus. Maulsperre auf und rein. Und das hat dann genutzt. Da habe ja dann wirklich 4 Milliliter rein, ob sie wollte oder nicht. Das hat sie geschluckt und ab da war sie agiler. Heute Nacht hat es mein Mann 2-mal gemacht, meine Tochter. Und dann konnte ich wenigstens ein paar Stunden am Stück mal schlafen. Also es stresst einen unheimlich. Aber es ist 14 Tage, ungefähr habe ich einfach die Hoffnung jetzt. Und dann sind es 3 Stunden und das war bei meiner Tochter auch so. Das geht alles vorbei und hinterher zählt dann nur, was rauskommt.